Der Glaube versetzt Berge, sagen die einen. Alles muss Hand und Fuß haben, sagen die anderen. Und für beide Perspektiven und Sichtweisen gibt es gute Gründe. So wie es auch gute Gründe gibt für die Glaubenssätze und inneren Überzeugungen, die sie mit sich herumtragen. Manche davon sind konstruktiv, manche sind eher destruktiv. Ich kann mir keine Namen merken. Oder ich bin völlig unorganisiert, zum Beispiel. Haben Sie schon mal über Ihre Glaubenssätze nachgedacht? Notieren Sie sich diese doch einfach mal und bewerten Sie anschließend, welche dieser Glaubenssätze Sie wirklich weiterbringen und welche Ihnen eher im Wege stehen. Und dann? Was Sie dann mit den destruktiven Glaubenssätzen, also denen, die Ihnen im Weg stehen, machen, das erfahren Sie in einem der nächsten Beiträge in diesem Kanal.